einmal 4 Nackenkoteletts, eine gute Stange Rosmarin, etwas Öl, was wir auch gleich reingeben. Etwa 2 Esslöffel sind das. Dann Pfeffer. Dann geben wir Salz hinzu. Wieder eine gute Menge Salz, weil es sind wirklich 4 Nackenkoteletts. Dann geben wir Zucker hinzu, etwa 1 Teelöffel. Und dann rupfen wir unseren Rosmarin, so dass jedes Nackenkotelett eine gute Menge von abbekommt. Und mengen das nun durch. Hier könnt ihr auch ruhig beide Nackenkoteletts mal aneinander reiben. So geht alles ineinander über. Jetzt fehlt lediglich noch etwas Knoblauch. Ich benutze hier 2 Zehen davon, Knoblauch. Jetzt wieder gut mischen. Dann könnt ihr den Deckel zumachen, nochmal kurz durchschütteln und das in den Kühlschrank legen. Kommen wir zu den Quesadillas. Dafür brauchen wir 400 Gramm Mozzarella. Ich nehme jetzt 8 Weizenmeistertillen sowie eine Käsesoße, welche ihr natürlich auch gerne selber machen könnt. Am Anfang verteilen wir die Soße schön auf dem Quesadilla, so dass überall etwas Soße vorhanden ist. Die Soße dient hierbei als Klebmittel und natürlich auch als Geschmackslieferant. Dann geben wir 2 gute Hände vom Mozzarella hinzu. Schaut gerne, dass der Käse gut verteilt ist und dann klappen wir es einfach zu. Hierbei könnte etwas Soße austreten, was aber nicht schlimm ist. Und dann einfach zur Seite legen und mit dem nächsten weitermachen. Zum Zubereiten für eure Nackenkoteletts oder Quesadillas empfehle ich hier einfach den Grill zu nehmen. Bei den Quesadillas am besten noch einfach 1-2 Minuten auf eine nicht zu heiße Stelle packen, so dass der Käse gut schmelzen kann. Und dann einfach den Quesadilla auf die heiße Seite des Grills legen, so dass er etwas Farbe gewinnen kann.